Also wenn ihr nur leveln wollt, ja, in diesem Modus, ihr wollt nur die Belohnung haben. Ihr habt keinen Bock auf, keinen Bock auf das Game. Ihr wollt nur diese Dinger grinden. Dann macht ihr das so, ihr geht in den Modus rein, so wie ich jetzt gerade. Dann gehst du in diesen Modus, zack. Und du droppst sofort runter. Und suchst dir irgendwo einen Elite-Mob. Auf der Map sind so eine Sterne, seht ihr? Und ihr wollt sofort auf so einen Elite-Mob drauf landen. Ja, zack. Nicht geklappt. Normalerweise, wenn ihr auf einen Elite-Mob landet, habt ihr den direkt down. Ja? Und dann geht ihr in eine Zone, wo sehr viele Mobs sind. Und haut sofort die ganzen Mobs kaputt. Und habt hier immer eine Weltquest dabei. Ja? Und ihr wollt sofort diese Weltquest machen. Das ist das Main-Goal. Und bei der Quest muss ich jetzt zwei Gegenstände sammeln. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht neben anderen Leuten geht. Ja, es kann sein, dass ihr neben anderen Personen stuckt. Dann ist nicht so wild. Ja, dann geht er aber neu rein. Gegenstand 1 gesammelt. Macht ihr das hier auf. Gegenstand 2. 300 Beute. Und was ihr jetzt macht, das war die erste Aufgabe. Und jetzt haut ihr so viele kleine Mobs wie möglich weg. Und sammelt einfach nur den Loot. Ihr macht PvE basically. Ihr ignoriert alles, macht so viel PvE wie möglich. Das gibt nämlich eine Menge Beute. Immer schnell Elite-Mobs weghauen. Den da mitnehmen. Und jetzt haben wir schon 360 Beute. Ja. Jetzt haben wir gleich 400. Und das macht ihr so lange, bis ihr irgendwie vielleicht sterben solltet. Ja, wenn hier jemand kommt, ist es egal. Dann stirbt ihr weg. Ja. Dann ist das so. Ich lasse mich jetzt mal töten. Ja, ich mache jetzt immer nichts. Zack, wir haben 400 Beute gemacht. Und was wir jetzt machen... Wir gehen raus. Und gehen sofort wieder rein. Und damit machen wir im Endeffekt mehr Beute, als wenn wir richtig spielen und richtig try haben. Das ist einfach nur die Beute, die du gesamt gesammelt hast. Ja? Aber das, was wir gerade gefarmt haben, war das für den Ruf. Und es geht auch ganz gut im Duo-Modus. Ich glaube, da geht es noch schneller, wenn du es mit zwei Leuten machst. Aber das sollte, wenn du keinen Bock hast auf PvP, deine schnellste Methode sein zum Ruf farmen. Weil jede Münze ist ein Item. Ne? Und ich meine, wir brauchen jetzt gerade 2,5 eine Stufe. Da gehst du 3, 4 mal rein und hast du das. Ne? Und manche Runden hast du halt Glück, da tötest du ganz viele Mobs, kriegst gute Goldkisten und machst in der Runde 1000 Gold innerhalb von, weiß ich, 4 Minuten. Ne? Und so würde ich am besten, glaube ich, den Ruf haben. So, zack, neue Runde. Wir suchen uns wieder was. Hammerfall. Sind normalerweise viele Leute egal. Wir gehen in den Report rein. Wir wissen, da vorne steht eine Elite. Genau hier. Mal auf der Map schauen, Elite, genau, bam, auf dem Elite landen, Elite down, zack. Dann haben wir jetzt schon mal direkt 100. Und jetzt müssen wir Elite-Kreaturen töten, ist die Quest. Also rennen wir los, suchen hier Elite-Mob, da ist einer, auf der Map, der Centurio, rennen wir hin. Töten den. Genau wie alles andere, was mit rumsteht. Zack, 300 Beute gemacht. Und jetzt können wir wieder einfach nur reinsammeln. So viele Mobs töten wie möglich, bis wir wieder direkt sterben. Ja. Und was man gut machen kann, echt, landet in diesen Bases, hofft, dass kein anderer da ist, sammelt Loot, geht raus. Ja. Hier zum Beispiel lohnt es sich jetzt richtig reinzufahren. Also hier haben wir eine Menge Mobs. Da ist halt das Ding, viele haben halt einfach keinen Bock auf den Modus. Ne? Was ich auch verstehen kann, ist halt PvP. Und so viele PvP-Spieler hat halt WoW nicht. Wir nehmen mal den Ding hier mit. Aber hier ist ein ganz guter Winkel, weil hier ist gerade niemand irgendwie. Also machen wir schön Fokus auf die Elite-Mobs. Wie den hier zum Beispiel. Und use ruhig die ganzen Fähigkeiten dafür. Ja, nicht nur Autotext, ballert die Fähigkeiten raus. Euch ist egal, wenn ihr irgendwie sterben solltet. Schön rein, AOE grinden. Und jetzt haben wir schon 500 Beute gemacht. Ja. Natürlich machst du mit einem Win teilweise 2000, aber das dauert halt lange und... Muss tryharden und kann auch schief gehen, dann machst du nichts vielleicht. Nimm mal mit. So, und jetzt haben wir gemacht 500 Beute. Na, das sind 500 Ruf. Natürlich auch lucky gewesen, dass wir hier in einer Gegend sind, wo niemand ist. Darf man nicht vergessen, man muss auch ein bisschen Glück haben. So. Und wenn wir das Ding geklärt haben, können wir dann eventuell entweder im Sturm sterben oder sie sterben lassen.
Aber ich werde mal versuchen, die Runde zu Ende zu spielen. Aber ihr habt das Prinzip verstanden, oder? Ich meine, mit der 600 Beute wäre ich jetzt eigentlich super zufrieden und würde rausgehen. Okay, da oben ist noch ein Ding-Mob. Okay. Wo genau ist der? Ist der oben? Ich denke, der wird oben sein, oder? Oder ist der unten? Na, jetzt ist auch zu spät. Also jetzt wäre halt der Play. 600 Punkte. Wir lassen uns jetzt sterben und droppen wieder rein. Das wäre die Idee dahinter. Aber mir macht der Modus Spaß, deswegen spielt das Ding durch. Nicht wundern. Kann man das Schild hier mit Brocken nehmen, ne? Außer wir sterben jetzt wirklich im Sturm, weil ich ein bisschen doof war. Dann war es natürlich nur zum Testen und zum Zeigen. Ne? War natürlich nur zum Testen und zum Zeigen. Zack. 600 Beute gemacht innerhalb von ein paar Minuten. Wir gehen raus, gehen wieder rein. Natürlich wollte ich jetzt sterben. Na, eindeutig. Gehen wieder raus. Aber ohne Spaß, so geht das super schnell. Und gehen jetzt mit dem Ding wieder rein. Wir haben jetzt gemacht, nächste Stufe freigeschaltet. Und jede Stufe sind 2,5, oder? Also brauchst du im Schnitt für jede Stufe einfach nur kurz mal 4 Games reinkühlen, 5 Games reinkühlen. Reinkühlen, rausgehen, reinkühlen. Und das kannst du halt nebenbei machen. Weil du meldest an, gehst jetzt kurz einen Kaffee trinken, ja, wartest, bis du reindroppst, machst das wieder fertig. So, nächste Runde. Wir suchen uns wieder einen Elite-Mob. Wir wissen, dass da einer steht. In dem Haus hier ist einer drin. Ich glaube, den sollte man sogar töten können, oder? Konnte man nicht töten. Ist aber egal. Sofort wieder einen Elite-Mob töten, weil die haben Fähigkeiten. Aber die Fähigkeiten braucht ihr, wie gesagt, nicht für die Gegner, sondern für die Mobs. Ihr wollt ja so viele Mobs töten wie möglich. So, Quest gemacht. Noch 4 Kreaturen töten. Normalerweise würde ich den gar nicht bekämpfen. Ja, der wäre mir ziemlich egal. Ich will einfach nur looten. Aber er will gegen mich kämpfen. Ich will doch nicht. Ich wollte doch nur mal zeigen. Na, bei so einer Situation muss er dann gucken. Zack. Quest gemacht. 300 Beute gemacht. Und jetzt können wir theoretisch schon wieder rausgehen. Und jetzt wäre wieder egal. Aber so ein bisschen mehr mitnehmen ist immer noch ganz geil. 450. Auch wenn ich jetzt natürlich hier die eine Dings nicht habe. Und das wäre so ein bisschen die... Also so würde ich das, wie gesagt, farmen, wenn ich keinen Bock auf den Modus hätte.